Sorge weniger. Ach, scheiße. Panam, bist du verletzt? Scheiße, Querschläger. Kommst du klar? Ich komm schon durch. Keine Sorge. Ah ja. Hey Mann, wo bist du? Hallo? Ja, geil. Einfach Gott, weiter auf einer offenen Frequenz labern, damit sie euch garantiert bemerken, was? Ich werd nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Hast du diese Schüsse gehört? Wie ihnen ist was passiert? Wir checken das. Ich sehe das Wrack, aber weder Scorpion noch Mitch. Ja komm, hau rein. Abgelaufen. Scheiß drauf. Und? Wie? Verbinde dich mit der Drohne. Wir scannen das Areal. Wir brauchen einen Lagebericht. Ja komm. Los geht's. Verbindest du dich mit der Kamera? Mhm. Wie? Wenn sie die Aldecaldos haben. Mitch und Scorpion, ich kann einfach nicht. Ich weiß. Verbunden. Hab die Kontrolle. Drohne, schalte den auf Gamepad an. Scanner ist Tab. Okay, scanne die Absturzstelle. Oh nein, nein, nein! Tut mir leid. Dein Clan. Ja. Aldecaldos. Sie sind tot. Alle. Ja. Was, wenn sie... Keine Sorge, das kann man so nicht sagen. Ja. Kampfdrohnen. Die Verteidigungssysteme sind aktiv. Ungünstig. Sie haben das Areal abgesichert. Sie warten auf Verstärkung. Scheiße. Wie, das sieht nicht gut aus. Stinkende Konzernratten. Scanne die Umgebung nach Mitch. Meine Raketen. Mitch! Er lebt! Sie haben ihn! Werden wir den irgendwie los? Vielleicht. Aber dafür müssen wir ihn erst erreichen. Da sind 5 Kanks auf Patrouille. Okay. Ohne diese verdammten Funklöcher hätte ich sie warnen können. Das ist alles meine Schuld. Ja, jetzt halt die Fresse und mach was. Sie dem AV folgen, diese Idioten. Vermutlich halten sie Hellmann im AV fest. Vorsicht, der Raketenwerfer zerfetzt uns, wenn wir uns nähern. Du bist schon halb zerfetzt. Red kein Scheiß, das ist nur ein Kratzer. Lass uns den Raketenwerfer erledigen. Ich... Nein, du bleibst im Auto. Entschuldige, aber du würdest mich nur aufhalten. Verdammte Scheiße, wie... Das sind meine Leute da draußen. Hör zu. Ja, gib Ruhe. Sobald ich den Raketenwerfer erledigt habe, melde ich mich. Dann kommst du und hilfst mir mit dem Rest. Deal? Aye, Sir. Na dann. Ich habe immer noch Mitchs Gewehr. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Gute Idee. Also los. Ja. Inventar, was habe ich? Rucksack. Okay, wird schon schief gehen. Zur Sicherheit, ich speichere einfach mal. Na, neuer Speicherstand. Kann ja nicht schaden. Schnappen wir sie uns! Okay, stopp. Inventar. Die Pumpe, die... Brauche ich nicht wirklich, oder? Ja, wurscht. Let's go.
Schalte den Geschützturm aus. Okay. Boah, fuck, was hältst denn du aus? Das wird nix, das wird nix. Fuck. Die hier vollkommen drauf. Nächste. Shit, 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 shit. Nicht gut. Nicht gut. Wie viel habe ich von denen? Okay, einige. Nicht so gut. Okay, gar nicht gut. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay. Erstmal speichern. Ja, wäre ein Kampf nicht möglich. Okay. Haust du ab? Was ballern da jetzt? Wo ballert was? Boah, shit. Ich schalte in den Geschützturm aus. F. Der Weg ist frei. Komm zu dir. Okay. Kann ich jetzt speichern? Ja. Jawohl.
Hat ja irgendwie gut hingekaut. Weiß nicht warum, aber... Okay. Komm her. Ich stehe da mal ein bisschen im Feuer. Macht ja nichts, ne? Mach die Tür auf. Ich geb dir Deckung. Jetzt! Los, zurück! Zurück! Waffen fallen lassen, sonst schieße ich! Nochmal! Waffen fallen lassen! Sofort! Ganz ruhig. Noch können wir hier alle lebend rauskommen. Wir haben Verstärkung gerufen! Bullshit! Letzte Chance. Du musst nicht sterben. Reden wir. Warum sollte ich dir glauben? Panam! Schnell, schieß ihn! Du bist uns scheißegal. Lass ihn gehen und sag mir nur, wo euer Passagier ist. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Niemals! Der lügt! Hör du mal. Du hast 2 Sekunden, um dich zu entscheiden. Die alte Kaldos sind jeden Moment hier. Sie wollten nach Westen, zur Tankstelle. Aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Du erinnerst dich an den Cowboy, oder? Panam! Gottverdammt, Scheiße. Geht's dir gut? Nur ein paar Kratzer. Ihr verdammten Idioten! Du wurdest getroffen? Halt durch, Kleine. Ich seh's mir an. Nichts. Gehen wir. Wir konnten nicht zurück, Panam. Sie haben sich neu formiert, Raketen und so einen Scheiß geschossen. Ich habe alle verloren. Alle? Scorpion, ist der hier? Mitch? Mitch! Es geht ihm doch gut, Panam, oder? Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Nein! Nein! Bist du dir sicher? Nein! Mädel, schau dir hier um, hier sind alle tot. Scorpion und deine Leute. Tut mir leid, dass wir nicht eher hier waren. Das waren gute Menschen. Die Besten. Sie hätten hier nicht sterben müssen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Ich hab's versucht. Er hätte auf dich auch nicht gehört. So war er schon immer. Verdammter Sturkopf. Ich nehme mal an, ihr wart für den AV hier draußen. Die Frage ist bloß, warum? Ich brauche den Mann, der im AV war. Der Pilot meinte, sie wollten nach Westen. Ja, er hat die Wahrheit gesagt. Sie haben ihn mitgenommen. Da draußen ist eine alte Tankstelle. Die wollen sicher die Zentrale erreichen. Also, habt ihr sie mit dem EMP getroffen? Ja, wir wollten euch warnen, hatten aber keine Verbindung. Wie sieht der Plan aus, wie? Panam, hör zu. Ich weiß, ist gerade schlecht, aber ich brauche Hellmann. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ich halte immer mein Wort. Mitch, ich werde diese Hurensöhne kriegen. Ich schwöre. Geh. Ich ruf die Crew, um hier aufzuräumen. Wir lassen dir mein Auto hier, zur Sicherheit. Aber Vorsicht, das Geschütz klemmt manchmal. Wir nehmen die Motorräder. Klingt gut. Wenn sie es zur Tankstelle geschafft haben, warten sie sicher auf Verstärkung. Beeilt euch. Aber Panam... Was? Du kommst zurück für deinen Thorn, oder? Versprochen. Dann mal los, bevor das Rettungskommando kommt. So. Ich frag mich, warum du noch dabei bist. Geht es dir wirklich nur um Rache? Macht das einen Unterschied? Ich will die Bastarde, die mein Freund getötet haben. Aber ich habe auch einen Deal mit dir. Davon mal abgesehen, hast du ohne mich keine Chance. Ha, das stimmt. Danke. Wir werden sie vernichten. Allesamt. Ganz nebenbei. Nach der Sache mit Nash... Hätte ich nicht gedacht. Wie? Hör zu. Ich hab das nicht vergessen. Werd ich auch nie. Du hast dich zwar wie ein totales Arschloch aufgeführt, aber... Du weißt, dass ich... Aber Mitch lebt. Dank dir. Und das werde ich auch nicht vergessen. Niemals. Außerdem habe ich dir versprochen, dass wir Hellmann kriegen. Und das werden wir. Lass uns zu dieser Tankstelle. Hoffentlich kennst du eine Abkürzung. Mhm. Mach dich bereit. Motorräder gecheckt. Spring auf! Ja, mach ich. Das nächste Mal. Speichern. Neuer Speicherstand. Und ich sag vielen Dank fürs Ansehen an dieser Stelle. Beende die Aufnahmesession mal. Servus.